Ich glaube, ich sollte das lieber nicht tun. Oh mein Gott, Herzinfarkt. Okay, lieber normal, Becky. Hey Leute, was geht? Ich ist eure Becky. Ich bin wieder am Start. Mit guter Laune für euch. Ja, ich habe richtig gute Laune. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, das liegt an der Sonne da draußen. Die macht mir richtig gute Laune, Mann. Ich habe keinen Bock mehr auf Winter. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf Winter. Ich will Sommer haben. Aber es dauert noch so lange. Wieso? Wieso? Auf jeden Fall habe ich diesmal Dinge, richtig komische Dinge, die alle von uns tun. Alle. Alle von uns. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie richtig komisch, ne? Richtig mysteriös, Leute. Das ist ein Fall für X-Faktor. Das Unfassbare. Ehrlich jetzt, man muss sich echt mal fragen, warum macht man das überhaupt? Das ist total seltsam. Warum machen das irgendwie gefühlt alle Menschen da draußen? Auf jeden Fall, ja. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr davon richtig oft macht. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt damit. Und wusch. Oh ja, das kennt jeder. Das kennt sowas von jeder. Ich kenne das so gut. Oh mein Gott, lieber stirbst du und, keine Ahnung, du schleppst ihn ab, du heulst fast, weil es so weh tut, weil du die ganzen Einkäufe schleppen musst oder was auch immer du dir geholt hast, tausende Tüten, trägst du lieber einmal, anstatt zweimal zu laufen, was eigentlich so viel schlauer wäre. Und Eltern sagen schon einen immer, lauf doch zweimal, aber du bist einfach zu faul. Du bist einfach viel zu faul. Das kennt bestimmt jeder. Warum tut das jeder? Das ist total seltsam. Nein, Leute, ich nehme alles zurück. Das ist das Seltsamste, was Menschen tun. Also ich dachte immer, dass ich so relativ alleine damit bin, aber anscheinend nicht. Es tun anscheinend alle. Oder fast alle. Sehr, sehr viele Leute da draußen. Wieso überhaupt? Wieso? Ich kenne das zu gut, wenn man im Bett liegt und dann einfach seinen Arm hebt und den dann da einfach lässt. Und dann liegst du da die ganze Zeit so. Das ist total hohl. Das ist so richtig hohl. Ich weiß noch nicht mal, warum man das tut. Hat jemand eine Ahnung, warum man das macht? Ich finde, das ist das Sinnloseste, was Menschen tun können. Ich koche etwas. Ich lese, wie es funktioniert, also wie man das zubereiten soll. Dann schmeiße ich die Box weg in den Müll. Und ein paar Sekunden später hole ich es wieder raus. Ich mache das ständig. Das habe ich erst vor kurzem, als ich einen Kuchen gebacken habe, auch gemacht. Ich habe extra noch geguckt, wie lange muss ich es im Ofen lassen. Habe es weggeworfen und ein paar Sekunden später habe ich es vergessen. Oder wollte noch mal sicher gehen und habe es aus dem Müll gefischt. Das mache ich ständig. Das ist so dumm, statt es einfach mal stehen zu lassen. Du bist niemals zu alt, Pferd zu schreien, wenn du an Pferden vorbeifährst. Ja, das mache ich immer. Aber das mache ich generell auch bei Schweinen, weil man die irgendwie nicht so oft sieht. Guck mal, das ist ein Schwein. Das sage ich immer. Immer. Total die unnötigste Info ever, aber ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie so cool, wenn ich ein Schwein da auf einer Wiese sehe. Das ist total bescheuert. Aber Pferde. Ja, du bist niemals zu alt für Pferde. Oder auch Schafe. Bei Schafen mache ich das auch gerne. Ja, ich weiß nicht, warum man das tut, aber ich glaube, weil man die so süß findet, oder? Tiere. Man findet Tiere einfach immer süß. Wenn du hörst, dass im Schrank, als du ihn zugemacht hast, irgendwas runtergefallen ist und du danach einfach denkst, das ist das Problem des anderen, der als nächstes den Schrank öffnet. Boah, Alter, ist das gemein! Das ist so gemein, aber das hat bestimmt jeder von euch schon einmal gemacht, oder? Weil man hat Angst, dass was kaputt geht. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man denkt, das ist das Problem des anderen, sondern man will einfach nicht mehr den Schrank öffnen. Das ist ein klarer Fall von Verdrängung von Problemen. Wenn bei deiner Bestellung steht, sie wurde abgeschickt und du einfach sofort guckst nach der Sendungsverfolgung. Oh ja, ich mache das sofort. Sobald da steht, es hat unsere Station da verlassen, sofort Sendungsverfolgung, obwohl da noch nichts abgedatet wurde, nichts. Die können dir keine Infos geben, du guckst trotzdem immer die ganze Zeit drauf. Alle paar Sekunden checkst du das nochmal, um zu gucken, wie weit das Paket schon ist. Vor allem, wenn du dich auf etwas super sehr freust. Wenn du auf der Toilette so hart chillst und solche Abdrücke von deinen Ellenbogen auf deinen Knien hast. Ach du Scheiße, Leute, das habe ich immer. Das habe ich immer. Warum tut man das eigentlich? Warum hockt man dann so an seinem Handy? Deswegen hat man auch solche Abdrücke auf seinen Knien. Jeder von euch kennt das. Ich kenne das auch zu gut. Das hast du auf jeden Fall nur dann, wenn du ein Handyproblem hast. Shampooflaschen auf dem Kopf stehend aufbewahren, damit du jeden letzten Shampoo-Tropfen nutzen kannst. Ja, aber es hat ja auch einen Grund. Ich meine, es ist seltsam, okay und komisch, aber es hat ja einen Grund, ne? Du willst ja wirklich noch die Reste aus deiner Shampooflasche rausbekommen und du hast keinen Bock, Neues zu kaufen. Und ja, wenn du auch gerade keins hast zu Hause, keine neue Shampooflasche, musst du irgendwie das Letzte da rausholen. Deswegen machst du das. Und wenn es fast leer ist, Wasser ins Shampoo mischen, damit es ein kleines bisschen länger reicht. Ja, das macht auch bestimmt jeder. Hat bestimmt jeder von euch schon mal gemacht. Aber es hat ja auch einen Sinn.
Du willst halt den Rest noch irgendwie benutzen. Du willst ja nicht einfach eine Flasche wegwerfen, wo noch ein Rest drin ist. Dasselbe gilt auch für Spülmittel. Oder Handseife. Ich finde das sogar noch krasser als bei Spülmittel. Wenn das so gut wie leer ist. Oder gerade in dem Augenblick leer ist, wo du deine Hände waschen willst. Aber du willst deine Hände waschen, dann tust du da Wasser rein. Dein Abendessen direkt aus dem Topf essen, um weniger Abwasch zu haben. Oh mein Gott, das sieht so komisch aus. Wie komisch ist das bitte, wenn Leute vor dir so aus dem Topf essen? Weil dann hast du doppelt so viel Abwasch. Das ist scheiße. Nicht dazu zu zwingen, belegte Brote aus den Kanten zu machen und sie zu essen. Oh ja, warum zwingt man sich auch eigentlich immer dazu? Eigentlich ist ja Brot Brot, ne? Aber man denkt so, die Kanten schmecken nicht so gut wie das aus der Mitte. Ich bin eigentlich immer so ein Mensch, ich nehme mir erstmal das aus der Mitte vom Brot und dann esse ich mich so nach außen hin. Das ist total seltsam. Warum tut man das? Flaschen vom Shampoo oder Reinigungsprodukten lesen, wenn du kein Handy da hast. Ja! Ja, verdammt! Oh mein Gott, warum liest man das überhaupt durch? Das ist eigentlich total hohl. Und jetzt mal ganz im Ernst, wie lange sitzt man überhaupt auf Klo? Ich meine, das ist doch das Kürzeste eines gesamten Tages an Zeit, dass du auf der Toilette da verbringst. Warum ist dir genau dann so langweilig? So langweilig. Vor allem, wenn du dein Handy nicht mit hast oder das Handy gerade leer ist. Ne? Du bist am Arsch. Du bist wirklich am Arsch auf Toilette. Jeder hat eine Tüte für Tüten. Ja, ich hab die auch, Leute. Ich hab die auch. Ich hab eiskalt auch eine Tüte für meine Tüten. Und die sieht mindestens genauso schlimm aus und überfüllt und überladen. Und eigentlich benutzt sie die Tüten selten. Eher sehr, sehr selten. Schnell an dir selbst riechen, wenn niemand hinsieht. Oh mein Gott. Das stimmt echt. Und warum tut das jeder? Das ist creepy. Das ist echt creepy und ekelig. Aber hat bestimmt jeder von euch schon mal gemacht. Ihr lügt, wenn ihr sagt, das habt ihr noch nie getan. Und du hast schon mal in der Not normale Stümpfe zu Knöchelsocken gemacht. Ja, das habe ich schon richtig oft gemacht. Richtig oft. Ey, manchmal hast du nur diese Scheißsocken noch übrig, weil die anderen in der Wäsche sind. Und dann musst du das machen. Du hast keine andere Wahl. Aber ehrlich, ist es eigentlich keine so gute Idee. Die rutschen wie Sau. Das funktioniert nicht immer. Du hast dir schon mal gedacht, ach egal, und hast das Papier mitgegessen. Oh, ich hasse das, wenn das an Mambas oder Mao-Arms dran festkleben bleibt. Dieses Papier. Und manchmal fummelst du das so ab und dann bleibt so ein Rest übrig und hast dir manchmal auch wirklich gedacht, scheiß drauf und hast es gegessen. Eiskalt. Aber so viel habe ich noch nicht gegessen. So viel nicht. Das würde ich auch nicht tun. Das ist ein bisschen komisch. Oh mein Gott, ich lache mich kaputt. Lol. Ich heule. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr vor Lachen. Und so sitzt du dann da. Das macht jeder. Und das ist total komisch. Mann, das macht mir schon Angst. Wenn man so genau darüber nachdenkt, ist das echt gruselig, Mann. Du schreibst so, dass du lachst und eigentlich lachst du gar nicht. Wenn jemand anderes genau vor dem Produkt steht, was du eigentlich haben willst und du so tust, als würdest du nach etwas anderem gucken. Echt jetzt, warum tut man das eigentlich? Weil das ist so seltsam, ohne Scheiß, Leute. Ich habe das erst vor kurzem gemacht. Ich war einkaufen und da war so ein älterer Mann genau vor dem Essen, was ich haben wollte. Und ich habe einfach mal so getan, als würde ich nach was anderem gucken. Statt einfach zu fragen, ob man da irgendwie hin dürfte. Aber mir war das voll unangenehm. Ich weiß auch nicht warum, aber manchmal traut man sich das nicht. Du riechst an deinen alten Klamotten. Das hat auch bestimmt schon jeder mal gemacht. Oh mein Gott. Das ist so ekelig eigentlich. Du hast schon mal an deinen Händen gerochen. Ja gut. Ich weiß zwar nicht, was einige Leute für Gründe haben, an ihren Händen zu riechen, aber ich verstehe es, wenn es irgendwie um Lebensmittel ging oder so. Weil einige Sachen, die man essen kann, ja echt komisch riechen und so. Da gehst du nochmal sicher, dass du den Geruch nicht an deinen Händen hast. Aber ansonsten, ja, ist echt komisch. Vor allem, sie scheint es so richtig zu inhalieren, Mann. Das kennt jeder, jeder. Wenn du denkst, du hast einfach nichts zum Anziehen. Du hast eigentlich ein komplett vollen Schrank vor dir und so viele Klamotten, aber du denkst einfach, du hast nichts. Nichts passt. Du hast nichts zum Anziehen. Das hat jeder dieses Problem. Jeder kennt das. Mindestens einmal schon in seinem Leben gesagt und das ist total seltsam, weil eigentlich, du hast so viele Klamotten, jetzt mal ganz im Ernst, aber ja, es kann halt einfach mal passieren, ne, dass man nichts zum Anziehen hat. Es kann passieren, auch wenn du tausende Klamotten hast. Du hast dir schon mal Haare rausgezupft, die du vergessen hast abzurasieren. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Jeder hat das bestimmt schon mal gemacht. Ein Haar, was dich so extrem nervt, dass du irgendwie findest, das zupfst du dann eiskalt raus. Aber was zum Teufel macht sie da? Zupft sie ihr Achselhaare raus oder was? Was macht sie da? Du hast bestimmt schon mal so deine Hose getragen. Ey, das mache ich immer, wenn ich zu viel gegessen habe. Erstmal den Knopf auf und dann offen lassen, weil du kriegst sonst keine Luft mehr. Du platzt, deine Hose platzt.
platzt, wenn du das nicht tust. So, Leute, wen von euch habe ich jetzt eiskalt erwischt? Was kam euch so richtig bekannt vor? Schreibt das mir mal unten in die Kommentare, ob ihr das auch so richtig gut kennt. Und seid ehrlich, ja? Nicht flunkern. Mir kamen diese komischen Dinge ziemlich bekannt vor. Ziemlich bekannt vor. Das ist echt komisch, dass es so viele Leute tun. Das macht einen schon irgendwie wieder Angst. Das ist echt creepy. Auf jeden Fall, ja. Ich bin schon am Ende angekommen und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Und ich habe euch so, so da lieb. Und ja, ich bin jetzt raus, Leute. Bye!